Aufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Memme. Sieger! Und mit der Nummer 13, der Tom. Diese! Nein, ihr Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Er kommt vom Kongo über Botswana, Südafrika, Freiburg, Aarau, Lenzburg bis zu uns. Der Comedian Charles Nguela. Hey, sorry, Charles. Was hat es wirklich getönt wie eine klassische Fußballerkarriere von einem, der es nicht ganz geschafft hat? Als junges Talent in die Schweiz gekommen, ja. Dann immerhin mal noch bis über Freiburg sich aufgekämpft, bis ja. Auf Aarau, hat nicht ganz gelangt, dann immerhin noch Lenzburg. Immerhin noch Lenzburg. Ja, das stimmt, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, der Intro ist episch. Schön, oder? Richtig episch mit dem. Yes! Ich lasse immer nur das Intro, nachher stelle ich ab. Ja. Es kündet Rock'n'Roll an und nachher wird es in ein literarisches Trio. Es verspricht nicht immer, was es haltet. Nein, umgekehrt. Sag schnell, Stellenwert vom Fußball in Afrika. Gerade steil einsteigen. Bam. Bam. Dort oben. Sicher? Ja. Es geht, glaube ich, neben Cricket und Rugby. Also zuerst kommt Fußball und dann würde ich behaupten Rugby und dann Cricket. Aber Cricket schon auf Platz 3. Ja, kommt wahrscheinlich aufs Land drauf an, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Ja, genau. Afrika. Weißt du, jetzt Afrika ja, ohne? Ja, das ist, eben, ja. Ja. Es sind wie Leute, die sagen, ja, ich bin in der Ferien zu Afrika. Genau. Oh, genau. In Afrika. Ich habe Afrika gesehen. Ja. Wo ich bist Afrika du in Tansania? Okay. Ich war einmal in Marrakesch. Den Kontinent kenne ich. Kongo, das ist so... Dort kommen deine Eltern her? Ja, voll. Kongo geboren, die ersten 5 Jahre verbracht dort. Ich würde behaupten, im Kongo Sportart, wo wir wirklich lieben, ich weiß nicht, ob du das Sportart nennen kannst, wäre sicher Tanzen. Das hat gleich Stellenwert wie Fußball. Auf jeden Fall. Tanzen ist gar nicht. Für mich ist es ein Hochrisikosportart sogar. Tanzen? Ah, die Hüfte. Ja, aber da kannst du eine wüste Verletzung holen für Tanzen. Nicht wie im Fußball. Ja, das stimmt. Ich habe mir kurz überlegt, was für kongolesische Fußballer kommen wir in den Sinn? Und wir sind 2 in Sinn gekommen. Und zwar zwei Schweizer. Der Toko. Richtig. Ah ja, stimmt. Er hat sogar Nationalmannschaft gespielt. Sogar in der Nazi gespielt. Und der Rich Munzi. Richtig. Kongolesische Wurzeln. Und beide spielen jetzt bei Würzburg in der 2. Bundesliga. Verfolgst du Toko und Munzi noch? Jetzt gerade nicht. Wir haben 12 gerade letztens im Bericht über den Toko, wo er wieder auf Clubsuche war. Was ja nicht so einfach war mit Corona. Der war noch in Schweden. Aber jetzt ist nicht so, dass ich jedes Wochenende Würzburg verfolgen würde. Mhm. Aber der Rich Munzi ist sehr lustig. Der Toko hat auch so eine Karriere gemacht wie der Charles, von wegen spät. Botswana, Südafrika, Freiburg, Aarau, Lenzburg. jedes Jahr ein anderer Club. Ja. Und woher kommt der Embolo? Kamerun. Kamerun? Ja. Ah, also nein, eigentlich von Basel. Aber seine Wurzeln also, sind ja, von Kamerun. Ja, genau. Das ist so kompliziert. Mit in der Diskussion. Ich habe die Gelegenheit grossartig gefunden, um über afrikanischen Fußball zu reden und auch über Südafrika. Du bist Kongo nachher Südafrika, Kind und Südafrika in die Schule. Im Schulsport, Fußball, dort ist das Thema. Auf jeden Fall. Allgemeinsport ist bei uns so oder so ein Thema gewesen, weil du zahlst zwar, dass du in die Schule gehst, aber du bekommst ein Blatt über Anfangsjahr mit Aktivitäten, wo du kannst auswählen, sei es Schachspielen, keine Ahnung, Schwimmen, Taekwondo, Nähen, egal was. Und ist Nähen eine Sportart in Südafrika? Also nicht eine Sportart, einfach Aktivität. Wo sie sehr ernst nehmen. Nähen? Ja, damit sie mit diesen schönen, farbigen Kleidern nehmen sie sehr ernst. Ja. Ich habe auch immer gelacht, aber sie nehmen es wirklich ernst. Ich habe es jetzt lustig gefunden, in der Aufzählung von Sportarten. Nein, und dann, weil wir immer bis am 2 Schule haben und du hast immer frei gehabt, ab der 2. Und meine Eltern sind auch ziemlich spät heimgekommen. Und dann haben wir immer für irgendwelche Sportarten dann einfach angemeldet und Fußball ist wirklich... Das ist bei uns sehr beliebt. Hast du alles gemacht? Du hast Cricket gespielt, du hast Rugby gespielt? Ja, Cricket ausprobiert, Rugby ausprobiert, Schwimmen, nicht so gut rausgekommen. Nee. Alles gut. Ja, wir sind fast besoffen dort. Ja. Schachspielen mal ausprobiert und glaube Taekwondo. Das crazy. Ist eine Sportart. Aber du hast Zeit, weißt du, wie jahrelang, wenn du immer um 2 aus hast. Ja. Dann machst du halt irgendetwas. Und Fußball ist wirklich sehr beliebt. Logisch ist aus dir später mal ein Zehnkämpfer geworden. Ja. Ich wollte noch auf deine Zehnkämpfer-Karriere kommen. Ich wollte aber noch in Südafrika bleiben. Weil Beim Cricket. Beim Cricket. Hat er das mal geschaut? Ich kapiere den Sportart überhaupt nicht. Aber wenn du auf YouTube so zum Beispiel nach den besten Cricket-Moves
googlest, dann siehst du irgendeinen Ausschnitt, es passiert irgendetwas, jemand rührt den Böll und irgendjemand anderes macht irgendetwas und ein Kommentator, der komplett ausrascht und du probierst so nachvollziehen. Oh, it was a fuck! Was ist jetzt gerade passiert und was schmeckt da klar? Keine Ahnung. Es hat doch als Kind, wir haben doch so das Spiel gehabt mit der Kugel, mit dem Schläger und dann hast du so Böcke durch müssen. Das ist Crockett. Ah, das heißt, das ist so das englische Nobelspiel, das du vom englischen Rasen spielst, mit so einem Böckli und so einem grossen Hammer. Aha, so wo du hast den Ball durch. Ja. Ah, genau. Ja, Minigolf für gut situiert. Wir haben einmal Cricket gesagt, aber es ist. Das heisst Crockett. Ja. Ja, aber wie der von Miami weiß. So kannst du merken. Aber es ist im Fall nicht ganz Crockett ungefährlich im Fall auch. Cricket. Ah, Cricket? Nein, ist nicht ungefährlich. Ja, die sind aber auch relativ gut angelegt. Ah, nicht immer schon, oder? Ja, aber siehst gut, aber der Ball ist ziemlich hart. Ja. Also wirklich richtig hart. Hat es mal am Kopf bekommen, K.O. für einen halben Tag. Ja, ich bin außerhalb gelaufen. Und wenn du den Ball rausschlägst und es berührt den Boden nicht, dann musst du schreien. Es reicht vor! Es wie im Golf. Ja, genau. Und ich laufe rundherum und gehe vor, schaue über und sehe, dass mich alle anschauen. Und ich denke, was schauen die alle an? Und dann für eine Millisekunde merke ich, dass die Sonne kurz weggeht. Ich schaue auf. Ah. Fuck! Sonnenbühle. Und seitdem bist du Comedian? Ja. Ja, von der Sport ist nicht für mich. Herr. Sind ja bitte nur noch Schweizerdeutsch. Ja, ich habe gemeint, Cricket ist sicher. Gebt diesen Menschen einen Helm. Nein, die meisten, wenn sie Südafrika hören und Fußball, kommt natürlich die grossartige WM in Südafrika in Sinn. Yeah. Die WM, die hat auch ziemlich getönt. Das ist... Und zwar ununterbrochen. Wuvuzela. So eine Reaktion hörst du jedes Mal. Hey, das das. Also, ja. Wir können gerade über Wuvuzelas reden. Ich muss nur schnell euch vorspielen, wie es der Günther Netzer empfunden hat. Ich glaube, nach dem ersten Gruppenspiel, nach dem Eröffnungsspiel, wo das erste Mal die Wuvuzelas getrönt haben. Und alle checkten, ah fuck, das ist jetzt jedem Spiel so. Günter Netzer beim Gerd Elling. Das ist man natürlich nicht gewohnt und es lenkt auch ab. Ich finde es auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden, von Sekunde zu Sekunde ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie tröten dieses fürchterliche Zeug. Also, für mich ist das wie ein Zeug. Sie können nicht mehr verdatscht. Ich habe gerade noch den Trevor Noah geschaut, vorher hat eine Nummer zu den Vuvuzelas, grossen südafrikanischen Comedian. Ja, genau. Was sagt, es haben im Fall nur alle anderen ein Problem mit den Vuvuzelas. Wir Südafrikaner haben kein Problem. Das Problem an der WM ist mehr, dass einfach alle Weissen gekommen sind und anfangen mit diesen Vuvuzelas rumzutreten, zu jeder Tageszeit. Und sie ihnen probiert haben zu erklären, nein, so ist es nicht gedacht. Das kann ich im Fall gerade sagen. Es ist im Fall vor der WM nie so gewesen. Da hast du nur ab und zu gehört. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du nebendran stehst, hast du wirklich einen Gehörschaden. Mhm. Ja. Kein Witz. Also wirklich, das ist locker über 100 Dezibel. Ist das. Und während WM hat es einfach ein Ausmaß. Ach, wo du einfach denkst, das ist nicht mehr gesund. Die sind alle taub nach dem Spiel. Ja. Also wirklich konstant. Aber es macht trotzdem Spass. Es sind gar nicht unbedingt Südafrikaner, die Vuvuzela gerötet haben. Es waren alle Touristen, die sich als erstes Mal eine Vuvuzela kaufen. Das ist geil! Es hat doch offenbar ein Holländer, der dann die Idee hatte. Wie von, okay, es gibt das Instrument, das ist jetzt nicht so extrem häufig, aber wir tun das jetzt wie Massen produzieren aus Plastik und lehnen das einfach gross raus. Und dann ist das auf einmal wie so, das ist unser Nationalinstrument, so ist es immer. Ja. So offenbar nicht ganz immer. Nein, also, nicht ganz immer. Aber eigentlich hat es im Fall ganz, ganz früh in dem Fall angefangen, jetzt haben wir mit dem Sport zu tun, wo Vuvuzelas sind früher gebraucht worden, um die Landesleute einholen, wenn sie eine Gemeindeversammlung hatten. Ganz, ganz früher. Deswegen ist der Ton auch so penetrant. Und jetzt können wir den Kopf teilen, wir haben eine Gemeindeversammlung. Ja, genau. Und das, es ist mit der Zeit auch nervig, dann gehst du auch. Ja, ich glaube. Es ist wie Kirchenglocken, die am Morgen bei mir auf den Schlüssel. Ich finde, einfach mit ein bisschen mehr Rhythmus. Oder mit der, gar kein Rhythmus. Ja, gar kein. Also je nachdem, wie du spielst, du kannst auch. Je nachdem.
Es ist nicht zwingend so, dass man nur mit Nein, da haben nur die Leute während der WM gemacht. Zum Glück bin ich nicht. Aber es ist eben auch speziell, dass ich bin ein paar Mal in Afrika gesehen und habe dort eben festgestellt, dass... Wo in Afrika? Überall. Nein, vor allem Westafrika. Okay. Also Ghana, Côte d'Ivoire, mehrmals Kap Verde. Ah, wow. Und dort habe ich schon festgestellt, dass das Lärmempfinden zwischen jetzt Schweizer Ohren und afrikanischen Ohren, westafrikanischen Ohren, so sehr, sehr unterschiedlich ist. Yeah. Das merkt man nur schon, wenn man irgendwo, man geht irgendwo die Strasse entlang, dann hat es irgendwo eine Bar und die hat irgendwie zwei Boxen drauf, draussen, die irgendwie so gross sind wie eine schweizerische Kleinstadt. Und vorne dran steht, hockt einfach ein alter Mann und trinkt irgendwie einen Kaffee oder ein Bier. Und du bist so 200 Meter entfernt und dir verjagt es schier durch. Und er hockt auch gemütlich dort am Nickerchen machen dort. Ja. Und dann bist du in der Stadien. Ich bin am Afrika Cup in Ghana, ist das auch so gewesen, dort ist die Vuvuzela auch schon ein Thema gewesen. Und dann hat es das natürlich auch überall gekauft und die haben irgendwie, du hockst dort, das Stadion hat irgendwie Platz für 50'000 Leute, sind irgendwie 80'000 dort und von denen haben 70'000 so eine hure Tröte und dann blasst es endlos. Am Anfang, die ersten 5 Minuten, denkst du, okay, weißt, jetzt nervt es dann sicher gleich selber auch. Nein. 90 Minuten. Einfach laut. Und niemand findet irgendwie, hey, es ist einfach zu laut oder hey, kannst du mal vielleicht nicht gerade direkt ins Ohr oder so. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass die Lärmempfinden zwischen Afrikaner und Schweizer wirklich anders sind, wenn wir erst da gewohnt sind. Ich habe immer das Gefühl, ich rede ganz normal. Mhm. Oder wenn meine Familie am Tisch sitzt und miteinander anschreit, das ist ein normales Gespräch. Ja. Habe ich immer das Gefühl gehabt, bis wir ein paar Jahre da gewohnt haben. Und dann bist du am Bahnhof und du hörst, irgendein Nigerianer ist am Telefon. Ja. Dann ist auch denkst du, yo, so, hallo, how are you, huh? I can't hear you, wait a second. Dann bist du so, yo, nein. Und alle schauen die an, so quasi, hey, sag mir etwas. So, ich kenne den nicht. Eule. So, von Afrikaner zu Afrikaner, kannst du das regeln? Ja, okay. So, hey, bro, come on. Aber es funktioniert natürlich auch, weil so der Hang zum etwas in der Hand haben, das Lärm macht. Aus dem macht es natürlich auch Geld. Am Afrika Cup haben sie zu den Vuvuzelas auch so Pfeifen verkauft. Und das ist im Fall eigentlich das Geilste gewesen. Thriller-Pfeifen. Und dann das Afrika Cup Spiel gewesen, es war Ghana gegen, glaub, Kamerun ist der gewesen. Extrem viele Leute. Und dann hast du so, also das erste war nur schon lustig, es hat Schlangen stehen, sehr unterschiedlich gewesen. Dann hast du die riesen Schlange vor dem Eingang gehabt. Ja. Riesen Schlange. Und dann haben alle, so eine Absperrung gewesen. Und ein paar haben dann gefunden, ich stehe jetzt nicht hin, ich tue da wie unten durchsneaken unter dieser Absperrung und stehe dann in die Schlange rein. Und dann hat es einen Aufpasser gehabt, der hat so einen Taser gehabt. So zum Taser? Ja. Und der ist einfach immer hin und her gegangen. Und wenn er jemanden gesehen hat, der unten durchgesneakt ist, dann ist er einfach hin, hat er dann hat er aber stehen bleiben. Es ist nicht so, dass die hin oder vorne irgendetwas gesagt hat, hey, steh hin. Es ist so, wenn du verwünscht worden bist, hast du schnell müssen leiden, aber dann ist es okay. Aber dann ist okay gewesen. Und dann ist die ganze Schlange bis zum Eingang hin. Und dann, gerade vor dem Eingang, ist noch einer gestanden und der hat die Pfeifen verkauft. Und auch natürlich, ich bin mit ein paar Leuten aus Zürich. Und dann hat einer gefunden, also gut, ich kaufe jetzt so eine Pfeife, wirklich direkt vor dem Eingang, vor dem Ordner. Und dann hat er ihm die Pfeife abgekauft, der hat die Pfeife umgehängt, ist zum Ordner gegangen und der hat gesagt, sorry, die Pfeife darfst du nicht reinnehmen. Pfeife wieder abgenommen und dem wieder gegeben, wo es verkauft hat. Das ist ein geiles Geschäftsmodell. Das finde ich auch genial. Das war ein sensationelles Geschäftsmodell gewesen. Also du würdest eine Reise an Afrika unbedingt empfehlen? Ey, aber unbedingt. Es kommt natürlich sehr aufs Land drauf. Je nachdem. Letztes Mal, teilweise findet es jetzt noch irgendwelche Diktaturen statt. In Äquatorial-Guinea ist es gewesen, dort würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Aber wenn irgendein Turnier mal jemals wieder in Ghana ist, unbedingt dort hingehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Unbedingt. Du bist noch zu klein gewesen. Bist weder im Kongo noch in Südafrika in Fußballstadien gewesen? In Südafrika einmal. Ja. Nur einmal. Aber sonst nie. Wirklich. Wir haben sehr gerne das von die Hause geschaut. Meine Mama hat immer mega viele Leute eingeladen. Ja. Natürlich viel Chicken gemacht. Und etwas, wo Kuanga heisst und Fumbu, das kennen sie sicher nicht. Aber auf jeden Fall sind wir immer alle dort gehockt und haben alle einfach zugeschaut. Und so haben wir einfach unter uns können fluchen. Wie was bei der Nazi oder ein Vereinsteam? Was haben die geschaut? Egal was. Also meine Mama ist ein riesen, wirklich Sportfan. Vor allem auch Boxen. Mhm. Okay. Meine Mama war ein riesen Box-Fan. Das heisst, ich bin immer neben meiner Mama gehockt, habe mir immer alles geschaut. Aber vor allem muss ich sagen, die WM war einfach das für uns. Einfach, wo wirklich alle, die ganze Nation Fußball
geschaut hat. Und das war wirklich ziemlich schön gewesen. Aber auch hier in der Schweiz ist es auch mittlerweile so. Ja, klar. Also EM, WM, ja. Also, da bin ich auch ein riesen Fan. Ich gehe raus, die Bars. Jetzt können wir das nicht machen. Ja, jetzt mal schauen, ob es für die nächste Euro ob's noch langt. Oder man weiß nicht, wie die wird stattfinden. Aber auch Europameisterschaft oder nur Weltmeisterschaft? Nein, Europameisterschaft auch. Ja. Mögt ihr euch noch? Ich mag mich wirklich. Ich musste schnell googeln. Ich mag mich nicht mehr an die WM Südafrika gross erinnern. Ich habe dann gemerkt, logisch, das 1-0 gegen Spanien von der Schweiz. Ja, stimmt. Ja. Das war Südafrika. Ja. Und dann habe ich nachher wieder herausfinden, gegen wen wir im Achtelfinale gespielt haben. Ja. Deutschland? Nein. Wir sind nie im Achtelfinale gekommen. Nein, ja, typisch. Spanien 1-0 gewonnen. Wir haben ja Hitzfeld als Trainer gehabt. Ja, wieder Hitzfeld-Bashing. Nachher gegen Chile. Verloren und gegen Honduras unentschieden gespielt. Nein! Ausgeschieden. Ja. Wirklich? Ich habe es verdrängt. Gegen Honduras haben wir gewonnen mit 2-Goal-Differenz, dann wären wir weitergekommen. Und haben es nicht einmal zu einem Sieg gebracht. Ja. Aber ich muss im Fall gegen Chile sagen. Noch rote Karte, gegen den Birami, muss man noch sagen, Fairness. Genau. Ich bin ein riesiger Schweizer Nazi-Fan geworden in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen. Sie spielen richtig gut. Ich finde, die Spieler auch, jeder bringt irgendetwas mit. Der Shaqiri, habe ich immer das Gefühl, der ist ein Street-Footballer. Immer wenn er macht damit Sachen, die du einfach. Die sind einfach unerwartet. Aber ich glaube, die Schweiz hat einfach einen Fluch. Bis zum Halbfinale geht es. Ein Halbfinale? Achtelfinale. Achtelfinale. Ab dort. Irgendwann klappt das dann schon. Irgendwann. Du als Experte hast keine Erklärung für das. Irgendwie werden sie zu nervös. Weil es ist aber nicht einmal nervös. Gegner sind einfach riesig. Es sind so riesige Gegner. Also unüberzwingbar. Polen und Ukraine. Polen und Schweden. Schweden. Man, wären alle ein bisschen reingelegen. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen. Es ist Druck, nicht, oder? Nicht unbedingt Druck. Es ist wie so Angst. Vorher musst du eigentlich gut ausspielen, weil du kannst nicht mit 3 Unentschieden durch die Gruppenphase. Also du musst ein bisschen etwas riskieren, um überhaupt weiterzukommen. Nachher bist du im Achtelfinale und dann ist es halt schon so, 1 Gegengol und du bist draussen, oder? Und dementsprechend haben sie fast... einfach vorsichtig. Es ist zu vorsichtig. Sie haben es gegen Polen zum Beispiel, erst nachdem sie hinten drin waren, haben sie gut gespielt, dort an der EM. Aber also bis dort haben sie wie so ängstlich gespielt. Und gegen Schweden... Ist es einfach schlecht gewesen, das muss man auch sagen. Yeah. Aber auch, es ist gegen die Ukraine ist es schlecht gewesen, gegen Schweden. Das beste Spiel ist das gegen Argentinien gewesen. Ja, das ist dann wieder so die Ausgangslage. Wieso? Es erwartet von uns niemand, dass wir weiterkommen. Ja. Unser Pech war, dass wir so schlagbare Gegner hatten, meistens in den Achtelfinalen. Und man hat das Gefühl, super, wir sind schon im Viertelfinale. Das mal klappt. Und dann schon rechnen, gegen wer das man im Viertelfinale hat und dann im Halbfinale vielleicht gegen Deutschland. Und die hauen wir dann raus. Genau. Ja. Ja. Ich wünsche mir für das nächste größere Turnier Deutschland im Achtelfinale. So wie Deutschland jetzt spielt, können sie froh sein, dass sie sich qualifizieren für den Druck. Die haben jetzt immerhin zweimal noch nicht gespielt. Die Herren, wir können wie. Also, es ist eigentlich ein Fluch, der über den Podcast liegt, muss man dazu sagen. Oh. Einfach, dass du es weißt. Okay. Wahrscheinlich. Wird, sobald wir fertig aufgezeichnet haben, heute noch oder spätestens morgen wird irgendwie die Euro abgesagt oder der Gianni Infantino tritt zurück. Was auch immer. Das passiert jedes Mal. Grosse Sachen passieren immer kurz nachdem wir unseren Podcast aufgezeichnet haben. Natürlich war das letzte Woche auch so gewesen und wir können das Thema nicht einfach verschwiegen, auch wenn es jetzt doch eine Woche her ist. Der Tod von Diego Armando Maradona. Wie ist es euch gegangen, wo ihr gehört habt, dass der Maradona tot ist? Es sind so die Nachrichten, wo man schon lange darauf wartet. Yes. Und dann kommen sie endlich mal. Es ist nicht so, dass ich jetzt mega überrascht war, als ich gehört habe, der Diego Maradona ist gestorben. Es ist nicht so wie damals, was krass, Michael Jackson ist gestorben. Der ist ja erst so und so alt gewesen. Bei Maradona ist wie so, hätte man jedes Jahr eigentlich können sagen, wenn die Nachricht kommt, hätte einem nicht wahnsinnig erstaunt. Eigentlich ist die Leistung, seine Lebensleistung, dass er überhaupt 60 geworden ist. Ist erstaunlich. Das wollte ich ihm gerade sagen. Mhm. Also, dass er so weit geschafft hat, hat mich auch erstaunt. Wenn ich ehrlich bin, was ich als erstes denken kann, wenn ich das gehört habe, habe ich wirklich gedacht, der lebt noch. also wirklich nicht. Ich meine, man weiss ja, Drogenprobleme und all das, was er den hatte. Aber abgesehen von dem war er trotzdem ein grossartiger Fußballspieler. Also wegen ihm habe ich wirklich Fußball spielen. Sicher? Ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so könnte ich werden. So wie er und Zidane.
wenn ich die zwei gesehen habe, spielen, habe ich mir das Gefühl gehabt, oh, das kann ich auch. Das Gefühl gehabt. Gell? Ja, ja, ja. Das ist so die, die Form von Zärtlichkeit ja. dem Ball gegenüber. Mhm. Die, haben ja, ja. die sind sehr zärtlich umgegangen mit dem Ball. Ja. Beim Zidane und beim Maradona und auch noch bei zwei, drei anderen hättest du am liebsten mhm. Ball sein, so wie die ja. den Ball gestreichelt haben. Es ist nicht, so, nicht, nicht nur das so super streicheln, wie das so gewisse machen, wie so die Vieh, wie irgendein Di Maria oder so macht. Es ist ja dann noch Part mit so einer unglaubliche Explosivität. Also weißt, wenn du jetzt das Solo nochmal anschaust von Maradona gegen die Engländer. Sieh! Also es ist nicht einfach nur, da, der tut ein bisschen rumzuschütteln und ein bisschen den Böllen streichen. Es ist auch noch wirklich ein Antritt, Tempo, Entschlossenheit, und Athletik. Und vor allem noch, weil es so klein ist. Ja, da sieht es noch viel schneller aus. Also, weißt, also im so Comic ist das einmal so, wenn so, wenn so unten nur noch so ein Kreis hat. Mit diesen kurzen Beinen, ja. Nein, ja, wirklich Wahnsinn. Durchspulen. Wahnsinn. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Messi irgendeiner so gross wird wie Maradona. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Mhm. Wird er nie im Leben? Nein, nie. Es weil ist halt, nein, weil er die Persönlichkeit nicht ist, oder? Nein. Es ist nicht nur wegen der Persönlichkeit. Ich glaube, weißt, wenn der Messi. Also, erstmal hat sich der Fußball natürlich wahnsinnig entwickelt, seitdem, das muss man natürlich einmal sagen. Aber was natürlich der Maradona so gross gemacht hat, ist, dass er nicht einfach seine ganze Karriere bei den weltbesten Clubs war und dort einfach Titel um Titel eingeheimst hat mit Mitspielern, die auch noch so, fast so gut gewesen sind wie er. Wenn jetzt der Messi auch mal irgendwann zu den Bolton Wanderers gewechselt hat und dort englischer Meister geworden wäre, dann bist du natürlich eine Superstar-Legende, weil das erlebt der Club nie, so wie das halt der Maradona mit Napoli gemacht hat. Ja. Und das passiert heute halt nicht, weil niemand mehr würde zu einem vergleichbaren Club wie Napoli damals war, überhaupt anwechseln. Das ist also völlig ausgeschlossen. Ich habe einfach gehört, dass der Messi einfach ab dem Platz nicht wirklich vor, also einfach ist. Ich glaube, das ist im Fall der Maradona auch nicht gewesen. Ja, aber er ist ein guter Teamleader gewesen. Er ist sicher, mit ihm hat man es sicher lustiger gehabt. Also wenn ich jetzt mit einem von beiden hätte müssen in Peru gehen, wäre es wahrscheinlich eher mit dem Maradona gewesen als mit dem Messi. Wäre sicher mit einer Drogensucht zurückgekommen. Wahrscheinlich hätte ich mehrere Nacht im Knast verbracht mit dem Maradona. Aber neben dem Messi wäre er vielleicht einfach eingeschlafen vor Langeweile. Das könnte ja auch sein. Also wer, und mit dem Cristiano Ronaldo hätte man immer müssen trainieren. Das ist ja auch nicht lustig. Und Fernsehen schauen. Ja. Wer die der Doc-Film, der vor ein, zwei Jahren im Kino war, über den Maradona noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Es ist unkommentiert, nur mit Originalbildern und Interviews mit ihm, wo man einfach mal sieht, wie er auf das Neapel kommt, wie Napoli Wahnsinn. Explodiert, wie das Stadion voll ist, bis auf den letzten Platz, wo er nur vorgestellt wird. Wir sind dort mit dem alten, ich weiß nicht, ob es ein Cinquecento ist, aber mit einem abgefuckten Fiat in das Stadion fahren und durch die Katakomben führen und das Stadion geht ja fast zusammen und wie die Begeisterung riesig ist und nachher die ganze Geschichte mit der Camorra, wenn er immer mehr in die Fänge kommt von der Mafia und Drogen und Frauen und riesige Dokumentation. Also Napoli sicher wichtig in der Einordnung von der Karriere von Diego Maradona. Das Wichtigste, ich finde es fast noch wichtiger als der Weltmeistertitel. Dass er mit Napoli italienischer Meister geworden ist und der UEFA Cup. Gut, ja, Argentinien ist schon auch ein Team, das schon Weltmeister ihre hatte. Also, ja, das war schon in einem Team, das können Weltmeister werden. Aber natürlich, das Team vom 86 während die ohne Maradona im Leben nicht wären die Weltmeister oder ohne ihn. Ich muss mich outen. Ich bin natürlich grosser Fan von Maradona und ich habe geliebt, ihm zuzuschauen. Und WM Mexiko, meine erste WM, und ich mich mag erinnere, ist ein Maradona-WM gewesen, natürlich. Trotz allem, was ich gehört habe, er ist tot, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Weil es ist ja nicht so wie beim Prince. Oder wie jetzt in meinem Fall, wo ich gehört habe, dass der Markus Werner, ist einer meiner Lieblingsautoren, gestorben ist, habe ich gewusst, fuck, jetzt kommt nie mehr ein Buch von dem. Ja. Oder wo der Prince gestorben ist, fuck, der macht jetzt keine Musik mehr. Und bei Maradona war es ja nicht so, oh fuck, jetzt sehe ich den nicht mehr shooten. Der hat ja eh schon lange nicht mehr shooten. Im Gegenteil, man hat mitgelitten, man hat sich auch lustig gemacht über all seine abgefuckten, komischen Auftritte. Eigentlich habe ich fast gefunden, es ist gar nicht nur das Schlimmste, dass er jetzt gehen kann. Ja. Also ich konnte niemandem zu nahe treten. Meine emotionale Betroffenheit hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe mich dann einfach vor allem gefreut über all die Filme und all die Tweets und all die Geschichten, die nachher ausgepackt worden sind zum Tod. Es ist aber nicht allen so gegangen. Die Betroffenheit ist wirklich auch bei uns gross gewesen und ich würde gerne ein Mail vorlesen. Es ist ein bisschen länger. Ich lese es euch in kürzester Version vor. Von einem Sikora Gisler Stammhörer. Okay. Der mir per Mail geschrieben hat. Ich habe diese Woche wahnsinnig gelitten und wem, wenn nicht euch Freaks, sollte ich mich sonst mitteilen.
Also nur schon das, danke vielmals, ja, dass ihr das, euch... Das ist mega schön. Dass ihr euch als das seht. Unbedingt. Nachdem ich seit Mittwoch 3 Tage durchgeweint habe und meine Frau und meine Kinder damit schier zur Verzweiflung trieb, kam ich nicht mehr drum rum, meine Gefühle für Diego endlich in Worte zu fassen oder es zumindest zu versuchen. Ich schreibe sie dir, weil es vielleicht anderen Diego-Jüngern auch so ergeht wie mir. Ich habe mich gefürchtet vor diesem Tag und dennoch dachte ich, dass er noch etwas in weiterer Ferne liegt. Wenn man einen Sonnenuntergang beobachtet, dann weiß man ganz genau, dass die Sonne früher oder später am Horizont versinkt. Und wenn sie es dann plötzlich tut, erschrickt man dann doch nochmals. Etwa so erging es mir mit Diego. Diego fasste für mich 2 Lebensthemen zusammen. Die Liebe zu den sozialen Underdogs und Fußball. Deshalb, da bin ich mir unterdessen sicher, löste er in mir so viel aus. Ich selbst bin höchst privilegiert, habe aber seit jeher eine besondere Achtung für die Benachteiligten unserer Gesellschaft. Was Diego den angeblich stinkenden Parasiten, dem Abschaum aus Napoli, an Genugtuung geschenkt hat, ist nicht in Worte zu fassen. Sie sollen heimgehen und sich duschen. Mit diesen Worten wurden die Neapolitaner im reichen Norden bei Milan oder Turin begrüßt. Mit dem verhöhnenden Nachschub, dass sie das wohl gar nicht können, weil sie kein sauberes Wasser hätten. Dass diese Schmach via den Sport Fußball revanchiert werden konnte, ist das, was mich als Fußballfan so unglaublich rührt. Es ist das Wort Genugtuung, das ich am Schluss immer mit Diego verbinden werde. Diese Genugtuung erreicht eine Höhe, die nicht mehr in Worte zu fassen ist. Wo die Worte fehlen, wird's überirdisch. Und deshalb ist es wohl kaum verwunderlich, dass Diego Armando Maradona diesen gottesähnlichen Status bei so vielen Süditalienern und Argentiniern erreichte. Viva Diego! Ich bin froh, konnte ich meine Gedanken bei irgendwelchen Fußballverrückten loswerden. Lieber Gruß, Stefan. Wirklich wunderschön. Wow. Wunderschön. Ich habe jetzt auch beim Lesen wieder Hühnerhut gehabt. Und es ist ziemlich alles drin, wo man glaubt, muss sagen zum Diego. Mhm. Was du auch vorher hast probiert anzudeuten, er ist eben in Napoli gross geworden und nicht in Barcelona oder bei Real Madrid. Ja, oder Argentinien. Ja, wenn du halt der einzige Gottgleiche bist, hebst du dich natürlich viel mehr ab, als wenn du der etwas bessere und auch sehr, sehr gute bist. Also nicht, dass die Napoli-Truppe von damals totale Rumpelfüßer waren, das natürlich nicht. Aber eben, und du hilfst einem Verein zum Meistertitel in einer Stadt, die extrem fußballverrückt ist, aber nie etwas erreicht hat. Und nachher kommt die Hoffnung, und das hat es ja schon viel gegeben, dass es werden riesige Hoffnungen eingesetzt und dann erfüllt sie nicht. Und dort ist mal einer gekommen und hat sie übertroffen. Und zwar für ganz Süditalien. Ich habe ganz schnell einen Text von Roberto Savione gelesen, der in kürzer vor mit der NZZ am Sonntag abgedruckt war. Der Gomorra-Autor, der Neapolitaner, der glaube ich, immer noch im Untergrund leben muss, weil die Mafia sucht und nach dem Leben trachtet, wo das auch ein bisschen in Wort gefasst hat, dass er den Süden einfach auf ein Niveau gehievt hat, dass der Süden auch mal jemand war. Weil vorher und nachher nie mehr jemand aus dem Süden nur schon Meister geworden ist in Italien. Oh, wow. Also Selbstwertgefühl für die ganze Region. Das hätte bis seitdem wahrscheinlich niemand mehr so können leisten wie der Diego Armando Maradona. Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich schon extrem, dass das mit diesen Regionen, wenn du im Fußball mal etwas erreichst mit einem Club, wenn ein Club mal einen Titel holt, der wirklich für eine grosse Region steht und dann mal der Grosse wie zeigt und wie einen Titel holt, ist das unglaublich. Also das ist, wir sind auch jemand, wir können auch jemand sein. Das gilt ja bei allem. Also weißt, wenn mal St. Gallen Schweizer Meister wird, dann ist das auch für das Selbstwertgefühl von einer Region geil. Oh, ja, oder wenn eine afrikanische Mannschaft mal wieder eine Weltmeisterschaft gewinnen würde. Oh, so, das bringt schon extrem viel. Ja. Aber weißt du, was frage ich mich immer wieder? So eine Legende, so ein Mensch, der so viel Hoffnung geschenkt hat für so Leute. Warum hätte er nicht mehr oder Aufpasser gehabt, der um ihn geschaut hat. Weil Mike Tyson hat etwas mega Schönes gesagt. Er hat gesagt, weißt, wenn ich 19 oder 20 war, gib mal so einem jungen Mann so viel Geld. Mhm. Ist klar, der rastet aus. Ja. Gib mal einem Menschen wie Maradona so viel Ruhm und Ehre und Geld. Ist klar, es braucht Leute nebenan, wo ihnen dann sagt, hey, ich würde ein bisschen bremsen. Und wo sind die Leute gewesen? Nicht, dass ich die Leute wieder irgendwie Schuld gebe. Und er ist auch selber verantwortlich. Aber ich meine, nach all dem, was er gemacht hat, müssen doch Leute nebenan gehen, die ihn irgendwie, aber irgendwie helfen, irgendwie sagen, hey, das würde ich nicht machen. Weil, dass er so abgedriftet ist, für so einen Mensch, es tut weh.
Aber vielleicht, weißt du, ohne das wäre er eben gar nicht so zur Legende geworden. Ja, das stimmt auch wieder. Wenn er nicht so gewesen wäre, wenn er nicht, wenn er nicht überall, weißt du, so, hey, ich bin da, wir machen jetzt Party und kommen alle mit und die sind alle eingeladen. Ja, so wie Mike Tyson auf einmal. Du bist so Volksnacht, du lebst dich aus, du machst, was dir gerade in den Sinn kommt, du machst irgendwelche Blödsinn. Aber die Leute finden, hey, geil, der ist authentisch und der ist nicht so. Wenn heute einer so würde kommen wie der Maradona, dann wäre natürlich ab 16 total abgeschottet, der hätte keinen Austausch mehr, überall würde er ihn schützen. Der würde sicher nicht so enden wie der Maradona, aber er würde vielleicht auch nicht so viel bewegen haben. Also, erstaunlich, wie lange der auf dem höheren Niveau gespielt hat. Mhm. Das sehen wir auch in dieser Dokumentation, wie der am Wochenende Party gemacht hat, komplett abgestürzt ist, dann Montag, Dienstag, Mittwoch sich regeneriert hat, er ist nicht im Training auftaucht, glaube am Donnerstag das erste Mal ein bisschen böllele, am Freitag ein bisschen mittrainiert und am Samstag hat er seine Mannschaft wieder zum Sieg geführt. Ja. Okay, und dann ist die Party wieder losgegangen und das die Woche darauf wieder. Also nur so, dass du das überhaupt kannst. Also dass du so viel Talent hast und so viel Wille und Biss eben auch. Ja. Also weißt du, das war dann keiner, der dann gefunden hat, ja, das geht dann von allein. Sondern wenn der auf dem Platz gestanden ist, obwohl er eine totale Absumpfwoche hinter sich gehabt hat, das habe ich nicht gewusst. Riesig Fußballspiel. So viel besser. Ich weiß nicht, ob das gesehen hat. Wow, doch, du bist ein Gott. Ja. der Gary Lineker hat das erzählt, was ihn am meisten beeindruckt hat. Grossartig. Der ist ja auch dabei gewesen bei diesem Spiel gegen England. Dass er irgendwie so, weißt du, schaust ihm zu beim Einspielen. Und dann nimmt er den Böllen und er schiesst einfach gerade in die Luft. Und dann kommt er wieder runter, nochmal gerade in die Luft. Und dann macht er das einfach endlos oft. Direkt. Einfach immer direkt. Einfach direkt 30 Meter in die Luft, er kommt gerade runter und hält wieder. Er muss keinen Meter laufen, er kommt immer genau wieder auf den Fuß. Der Gary Lineker hat gesagt, sie hat es nachher probiert. Er hat's, glaub, 30 Mal, der Maradona hat es, glaube ich, 30 Mal gemacht. Aber einfach so. Nein, einfach so. Zweimal. Er hat ja nicht einmal die Schuhe gebunden. Mit offenen Schuhen. Und der Gary Lineker, der auch damals einer der weltbesten Spieler war, hat gesagt, das Maximum, was er geschafft hat, sind, glaube ich, 3. Aber dann hätte er schon recht müssen umsäckeln, um den Böllen wieder zu verwischen. Ja. Und da siehst du so den Unterschied von Maradona zu seinen damaligen Gegnern. Das ist wirklich extrem. Und das andere, was man, glaube ich, auch bedenken muss, ist, das können wir uns nicht so vorstellen, aber wir haben auch den weiteren Verlauf von seinem Leben haben wir mehr so mitleidig und hämisch verfolgt, weil er sich einfach so zugrund gerichtet hat und dann immer noch öffentlich auftreten ist. Wir kennen die Bilder, wie er komplett verladen im WM-Stadion sitzt. WM Russland ist, glaube ich, das letzte Mal, wo er auch einschläft und nebenan hat er eine Pflegerin, die... Und aber in Südamerika ist einer, der das Leben genießt, wird viel mehr geachtet. Das hat man dem dort gar nicht so fest vorgeworfen oder übergenommen wie bei uns. Das habe ich gerade sagen. Eben, bei uns ist es auch so, zum Teil, eben, wenn wir irgendwelche Musiker haben, wie Kofi Annan, der ziemlich gross ist bei uns. Und wenn einer, der schwierig hat, plötzlich viel Geld bekommt, gehst du davon aus, dass die Person das auslebt? Es wäre ein bisschen komisch, wenn du wenig hast und viel und bist plötzlich bescheiden irgendwie. Es wäre ein bisschen weird. Es wird abgehoben wirken. So, jetzt meint er, es ist etwas Besseres. Mhm. Aber in seinem Fall finde ich es trotzdem... sie hätten mir ein bisschen mehr sollen schützen, weil der ist nicht nur ein Talent gewesen, der ist ein Gott gewesen. Ja. Weißt du, auch ich selber, seinen Namen weiss ich bis heute. Und ich habe ihn, glaube ich, nur in der alten Aufnahme gesehen spielen. Ja. Und die Welt redet von ihm bis heute. Und ich glaube, das werden sie auch immer noch. Ich glaube, der wird der Maßstab sein. Ja. Aber nicht mit Party machen am Wochenende und dann nehmt euch den Diego Armando Maradona nicht als Maßstab, wenn es um Party zu machen ist, sonst werdet ihr nicht 25. Ja, genau. Aber zum Sport machen, das den schon. Das auf jeden Fall. Aber grossartiger Mensch. Ein weiterer? Wo viel zu jung gestorben ist. Und natürlich, das ist jetzt nicht ganz der gleich grosse Name wie der Diego Armando Maradona, aber mit ihm kommen wir wieder zurück auf Afrika, ist der Papa Buba Diop. Ja. Ja. Ich habe ihn, ganz ehrlich, vergessen. Wie kann man ihn vergessen? Er hat genug lange in der Schweiz gespielt, WWE angefangen, nachher bei Xamax gespielt, dann zu GC. Der meiste wahrscheinlich in Erinnerung geblieben dann an der WM, wo er für Senegal das erste WM-Goal geschossen hat, beim Sieg gegen Frankreich an der WM 2002. Riesen Nummer im Senegal. Hat in England noch eine gute Karriere gemacht. Und ich weiß noch, ich habe ihn schon vorher gesehen, via Fernsehen und so. Und dann hat er nach einer Saison Xamax, glaube ich, zu GC gewechselt. Zusammen mit dem Ori Camara, nochmal ein Senegalese. Und ich war dort im Hardturm gewesen. Und dann das erste Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Auf jeden Fall nachher kommt der Buba Diop das erste Mal den Böllen über. Nach 5 Minuten und verstolpert ihn. Dann kommt er irgendwie nochmal einen über, Fehlpass. Und dann ist wirklich dort. Findest du so, wie kann man einen Spieler kaufen, wo alle nach einer Minute sehen, dass er offensichtlich nichts kann? Und weißt du,
Tribüne wird immer lauter und alle so, was soll das? Was haben wir denn Scheiß gekauft? Und so. Dann irgendwann, etwa nach einer Stunde oder so, schiesst er das Goal. Dann alle aufgestanden. Der geilste Spieler! Wir haben wir schon lange müssen holen. Ich habe immer an ihn geglaubt. Papa Bouba Diop. So. Ja, schon immer gewusst. Dort hat man wirklich live innerhalb von Dauer von einer Halbzeit schon können erkennen, wie das so funktioniert im Fußball. Nein, die Gute sagen alle, ich habe den schon immer super gefunden. Aber ich muss schon sagen, Fußballfans sind schon ziemlich. Die sind schon so. Sind sehr heftig. Aber sind schon das ist schon. Das ist gleich wie bei der Musik. Im Fußball will auch jeder der sein, der schon lange gesagt hat, dass der dann mal gut wird. Ja. Oder wenn irgendeine Band drin ist, dann sagt man unter Musikliebhaber, ja, weißt, aber ihre ersten Platten, weißt, sind noch viel besser gewesen. Ich weiss noch, wenn er 18 war. Genau. Ja, aber Fußball ist natürlich auch brutal. Da hast du Tagesform und dann spielst du nicht so gut und dann hast du das Publikum gegen dich und dann kippt es und dann spielst du nachher nicht besser, wenn alle dich auspfeifen. Nein. Das hast du als Bühnenkünstler wahrscheinlich eher nicht so. Mittlerweile wissen alle, was sie haben, wenn sie den Charles Nguela schauen. Nein! Nein. Ja, hast du schon gehört, das Publikum? Der kann nichts! Das sehe ich ja! Was könntest du vor? Kann ich noch besser? Nein, ich habe schon Zeug erlebt, wo ich rausgekommen bin und so, mach mal einen Witz! Das war meine Mutter. Also, weißt, ohne sein. Meine Mama. Meine Familie ist hart dort. Nein, ich habe schon ein paar Mal erlebt, wo ich rausgekommen bin und Leute einfach. Also mein aller schlimmster Auftritt, bevor ich das jetzt erzähle, ich liebe die Stadt, ich bin sehr gerne dort. Die Menschen finde ich ganz toll. Aber in Basel hatte ich einen der schlimmsten Auftritte. Aber ich liebe Basel, Es war für Preisverleih für Sport, die Schweizer Autosport. Ja, Autosport. Okay, da hast du aber jetzt wirklich ein sehr humoraffines Publikum. Ja. Schweizer Motorsport. Ja. Also wirklich, come on. Ich komme dort an und Veranstalter sagt, hey, die sind jetzt 2 Stunden drin und nach 2 Stunden gehst du auf die Bühne und tust die Leute unterhalten. Und ich schaue genau und denke, du, sorry, ich meine es nicht böse, aber die sind alle über 50. Ich meine, nach 2 Stunden. Meinst du nicht, dass die mal aufs WC müssen? Also versteht nicht das WC. Ich habe es ernst gemeint. Die sind nachher nicht konzentriert. Die wollen alle nur noch heim. Ich meine, mach das. Hey, ich gehe auf die Bühne. Und wenn ich sage euch, es war ruhig, es hat ein Restaurant nebenan gehabt. Du hast den Kellner gehört und wann. Hey, wenn du hast, das wäre 12:45. Und ich bin auf der Bühne am Schwätzen. Gell? Nach 10 Minuten hat sich eine Frau getraut zu lachen. Der ganze Raum, sogar ich auf der Bühne, habe sie angeschaut. So, wieso? Wieso lachst du? Wir wissen alle, es ist erbärmlich und ich gehe jetzt gerade. Und ich bin gegangen und ab dann habe ich mir wirklich für glaub, die nächsten 2-3 Monate überlegt, ob ich überhaupt noch auf die Bühne will stehen will, weil ich das so schlimm gefunden. Aber irgendwann habe ich mich wieder können überzeugen. Ich habe dann gesagt, hey, vielleicht hast du die falschen Witze gehabt und die Umgebung hat nicht gestimmt und kannst weitermachen. Aber es ist nicht so wie im Fußball, wo die Leute tatsächlich rausbuht. Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Das finde ich hart. Du hast auch noch einen Vorteil, dass wenn du auf der Bühne stehst und die Leute sind offenbar nicht so begeistert, dass du dann kannst sagen, okay, gut, vielleicht kürze ich das Programm ein bisschen ab, mach ja, das ein bisschen schneller durch. Kann dann gehen, das kann aber im Fußball nicht sagen. Nein, ich kann nicht machen. Also ein paar können sich schon. Aber das können auch wechseln. Aber weißt du, wenn es dann 6-0 hin sind, dann können auch nicht alle kommen und sagen, wechseln, das ist nicht mehr auf dem Feld. Das geht auch nicht. Nach der Pause kommt es einfach nicht mehr zurück. Das ist einmal wirklich, das ist die schlimmste Zeit einmal in einem Fußballspiel. Sagen wir, es steht 3-0 und es läuft die 88. Minute und es ist offensichtlich. Ja. Die einen finden, okay, komm, jetzt, das bringen wir jetzt noch drüber und die anderen finden, komm, 3 ist im Fall gut. Und dann hast du auch so, sie müssen aber noch fertig spielen. Es ist nicht so, dass im Schach kannst du ja irgendwie sagen, okay, komm. Es langt. Oder im Boxen kannst du irgendwie ein weisses Handtuch rühren oder so. Irgendetwas. Sie müssen einfach dort noch sein und das noch ausharren. Und die Fans gehen schon heim, weil dann verwirrt es einen Zug früher und so. Und du bist einfach noch dort. Also hin und her, Böllig, 3-0 finde ich noch okay. Ich finde den, wo Deutschland gegen Brasilien... Ah, okay. 7-1. 7-1. Das ist dann nur bitter. Ach, nein. Das ist wirklich bitter. Ich habe nach 4 oder 3 habe ich im Fall weggeschaltet. Es hat so weh, das zuzuschauen. Vor allem Brasilien.
Voll in Brasilien. So gegen Deutschland. Ah, und da habe ich genau gewusst, dass der Müller einfach am Schluss so einbildet wird. Ja, genau. Der findet alles ja toll, gell? Ja. Ich finde ihn nicht mehr so. Er geht mal richtig auf das. Nein. Ich Thomas ich Müller. Schon okay. Ich finde ihn, was ich Schlimmste finde in dieser Situation, die ihr jetzt gerade geschildert habt, ist, wenn du dann als Einwechselspieler in den 89. Minute noch eingewechselt wirst. Und dann findest du, ja. Für was? Für was? Bei welchen? Bei denen, die führen? Ist oder eigentlich egal. Bei denen, weißt du, die führen, dann kommst du noch Siegprämien über, dann kommst du noch Spielprämien über. Das lohnt sich schon. Ja, aber es ist so. Und der Verlierer ist wie so. Und dann weißt du, dass ich warm laufe. Ja. So, okay. Jungs, ich meine, für nicht so, auch wenn die gewinnen, so quasi wie das Kind kennen wir alle, wo einfach immer auf der Bank gehockt ist und dann am Schluss vom Match denkst, ja, wir geben mir einfach die letzten 5 Minuten. Ja, ja. Ist doch gönnerhaft, ja? Ja, also gut. Jetzt kannst du nicht einmal du mehr. Kannst uns den Sieg jetzt noch vermasseln. Wir führen schon 4-0. Jetzt wagen wir es. Ja, genau. Man muss aber das ganze Prozedere muss man dann gleich komplett durchspielen. Muss in der Seitenlinie stehen, der Trainer muss nochmal ankommen. Und dann muss er sich noch aufwärmen. Einwechseln, Stollen zeigen, dann rein. Abpfiff. Wirklich? Du bist, weißt, wenn es blöd läuft, hast du nicht mal einen Ballkontakt, ja, und sie wieder abpfiffen. Oder wenn du der bist, der nur dazu da ist, du bist 1-0 in Führung, ja, du bist mega unter Druck, du musst einfach den Sieg nur noch über die Zeit bringen und du fängst an, schon dich am Boden rumzuwälzen und alles geht mega lang, weil sie wollen Zeit schinden, ja, und dann kommst du in der 92. Minute noch, weil wir könnte noch einen wechseln, das bringt uns noch mal Zeit. Du bist ja nur dazu da, damit Zeit vergeht. Ja, ja. Nein, du musst stimmt nichts leisten, mach einfach alles so langsam, wie es noch geht. Ich würde das Spiel nicht entwürdigend. Nein, du wirst gar nicht reingehen? Nein, ich will gar nicht reingehen. Ich würde da schauen, Coach, auch wenn ich würde sagen, die Prämie bekommst. Nein. Ich finde, manchmal sind dafür auch Einwechslungen noch geil. Vor allem in der Zeit, wo der Fußball noch nicht so international, global abdeckt ist, wo man alles über alle Gegner schon gewusst hat. Dann hast du WM, zum Beispiel 94 in Amerika. Dann hat Deutschland gegen Bolivien gespielt. Bolivien ist das erste Mal dabei gewesen. Natürlich weiss niemand etwas über Bolivien. Aber so, man hat, ich weiss gar nicht, wie man das früher einmal mitbekommen hat. Dann hat es geheißen, Bolivien hat einen, den Echeverri. Der sei hure gut. Und dann ist das Spiel gegen Deutschland, Echeverri spielt nicht. Und dann heisst es irgendwie, er ist irgendwie angeschlagen und so. Und nachher wird er angezeigt, weißt du, wie die eingewechselt und wow, wartest so, okay, jetzt kommt der. Noch nie gehört von dem, aber er sagt, der beste Spieler von der Welt. Und dann kommt der, weißt du, völlig parat, wie die eingewechselt. Geht vorchecken, beidbeinige Grätschen, rot. Nie mehr gesehen spielen. Ist nachher natürlich gesperrt wie der Rest vom Turnier. Ja. Das ist ein schöner Einstand. Ja, ja, ist schön. Musst du auch mal schaffen. Echeverri, also, weißt du, eine Nummer. Ja. Oder die, die zum Stamm gehören, die in der Startformation stehen und nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Das ist die höchste Strafe. Nein, das finde ich auch bitter. Es ist wie wenn der Coach will sagen, du spielst dermaßen scheiße, dass ich die einfach nicht will. Aber vielleicht ist es auch, weil er denkt, taktisch wäre es sicher besser, dass jemand anders dort spielt. Ja, aber dann hat er etwas falsch gemacht, wenn er nach 20 Minuten merkt, fuck, meine Taktik ist. Also es gibt natürlich noch etwas Schlimmeres. Das ist, glaube ich, Patrick Bühl mal passiert beim FC Zürich. Du wirst in der zweiten Halbzeit eingewechselt, irgendwie in der 53. Minute, und in der 72. wieder ausgewechselt. Auch gut. Okay, ja, das ist nein, das geht gar nicht. Nein! Oh. Das! Also wirklich. Da weißt du, wahrscheinlich wäre ich im nächsten Spiel nicht in der Startelf stehen. Und im übernächsten vielleicht auch nicht. Ja, es ist so, wir geben den Schaden. Nein, lieber nicht. So. Wahrscheinlich schon alle auf der Bank. Er ist fängst drin und dann immer so: Hey, jetzt musst du reagieren. Jetzt musst du wieder raus. Eine Minute wegen so auf dem Platz. Ja. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, weil beim Papa Bouba Diop habe ich WM Held Senegal. Seine Frau heisst übrigens Mama Bouba Diop. Ist kein Scheiß. Nein, wirklich. Ist kein Scheiß. Hat sie das extra gemacht? Ich weiss, vielleicht ist es ein Übername, aber offenbar wirklich Mama Bouba Diop. Totir. Das ist vielleicht so. Das Phänomen von afrikanischen Mannschaften an Fußball-Weltmeisterschaften. Da war es Senegal. Ich mag mich natürlich gut an Kamerun erinnern. Ja. Roger Milla. Und alle finden die afrikanischen Mannschaften so geil. Ja. Obwohl sie selten dann wirklich etwas reissen, schlussendlich wirklich, wirklich weit kommen. Mhm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, wie sie halt exotischer sind oder das Ambiente halt, wo sie mit den Fans mitbringen oder auch der Stil, wie sie dann spielen. Also wenn ich afrikanische Mannschaften zuschaue, habe ich immer so ein Street-Football-Gefühl. Mhm.
so quasi, als wären sie einfach zusammen aufgewachsen. Irgendwie manche. Es ist nicht so im Vergleich zu Deutschland, wo es sehr taktisch ist, wo du einfach merkst, du, wo der Ball einfach fliegt. Bei denen spielt es halt ein bisschen mehr mit dem Ball. Und einfach das, ich glaube, ist schon der Flair. Das habe ich auch, wenn ich irgendwie, nein, nicht Spanien unbedingt, aber südamerikanische Länder habe ich auch das Gefühl, wenn sie den spielen. Außer Uruguay. Paraguay ist jetzt im Fall. Paraguay ist nämlich gerade Zauberfies. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein Phänomen, wenn man. Aber ist es nicht so, dass man es vielleicht sogar ein bisschen verklärt? Also klar, man hat immer gesagt, bei den afrikanischen Nationen, du siehst die Spielfreude und es ist unglaublich ansteckend, ihnen zuzuschauen. Leider sind sie taktisch nicht so, sondern wenn sie 1-0 führen, dann in den letzten 10 Minuten suchen sie immer noch das 2 und das 3-0 und kommen dann halt vielleicht noch 2 Gegengole über und gehen dann als Verlierer vom Platz. Aber ist das wirklich so oder tut man das nicht ein bisschen verklären? Man tut es natürlich komplett verklären. Also erstens mal haben wir natürlich den Fehler gemacht. Du, afrikanische Mannschaft, das ist ja nicht so, dass die das Marokko oder Algerien oder Tunesien die gleiche Sympathie würden hervorlocken wie jetzt. Es geht jetzt vor allem um Sub-Sahara. Eigentlich sind es nur die Mannschaften. Ja. Und logisch hat sie in diesen Mannschaften immer wieder Spieler drin gehabt, die absolut balsam fürs Auge sind. J.J. Okocha zum Beispiel bei Nigeria, da hat es immer wieder solche, wo mega schönen Fußball gespielt hat. Aber jetzt gerade, du hast Kamerun vorher erwähnt. Der Roger Miller hat mega schön getanzt. Der Roger Miller hat super getanzt nach dem Goal. Aber wie Kameruner gespielt haben, 1990, Eröffnungsspiel gegen Argentinien, das würde heute wahrscheinlich zivilgerechtlich verfolgt werden. Ja. Da musst du mir klären, ich 90 Minuten einfach vor allem auf den Claudio Caniccia, ihre schnelle Stürmer, einfach wirklich umgerätscht, ein Grätschen am anderen. Es gibt eine Szene, die absolut fantastisch ist. Da gibt es einen Konter. Sie haben 1-0 gewonnen, das Spiel, aber wirklich einfach nur, indem sie diesen Leuten sehr, sehr wehtan haben, vor allem am Claudio Caniccia. Da gibt es eine Szene, wo es gibt einen Corner für Kamerun, der wird irgendwie für Kamerun wird irgendwie geklärt, und dann läuft der Claudio Caniccia los und der ist halt mega schnell gewesen. Und dann siehst du, der Erst probiert ihn faulen und er war einfach so wirklich von der Seite rein und er kann sich gerade noch retten, stürchelt dann schon, dann kommt der Zweite, rempelt ihn nochmal an, nachher kommt mit so vorwärts, also schon völlig vornübergebeugt, kann sich fast nicht mehr auf den Beinen heben, torkelt noch so, nachher kommt noch der Benjamin Massing von der Seite, beidbeinig, einfach BAH! So fest, dass er sogar den Schuh verliert, wirklich. Und so hat eigentlich Kamerun gespielt, aber trotzdem hat es gefunden, wieso? Schön, aber ich kann nicht es ist eigentlich ein bisschen ungerecht, weil Nigeria hat später sicher schöner gespielt, hat aber jetzt auch Senegal, wo sie weit sind, die haben jetzt nicht Fußball zelebriert. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, am Anfang des Matches, der Coach, you see that man there? Break his legs, eh? Because if he makes a goal, we go home, eh? Es hat funktioniert. Kamerun hat das Spiel 1-0 gewonnen. Argentinien. Hey, du musst deinen Vorteil irgendwo. Ich meine, die andere Mannschaft hat viel bessere Coaches, viel bessere Equipment. Und dementsprechend hast du auch dabei viel bessere Taktiken, wenn du mehr Wissen kannst holen. Ich meine, you do what you can. Ich weiß aber gar nicht, wie es bei Südafrika so ist. Wie zählen denn die? Meinst du, die würden auch zu denen gehören, die alle sympathisch finden? Oder die sind so wie zwischendrin? Die sind zwischendrin. Bafana, Bafana. Ja, Bafana, Bafana. Ah! Ja, so haben wir uns... Übrigens, Bafana, Bafana. Es gibt ja auch noch das Frauenteam von Südafrika. Es heisst Maitli Maitli. Bawanya, Bawanya oder so irgendetwas. Aber das Beste ist eben die Nachwuchsnazi von Südafrika. Die heisst Ama Gluck Gluck, weil sie gesponsert sind von irgendeinem so einem Ölkonzern. Ah, schön. Entschuldigung. Es macht das Geräusch. Ja. Gluck Gluck. Ich habe dich unterbrochen. Eben, das Image... So ich weiß es nicht. Ich glaube, Südafrika hat immer noch so einen Schatten, wo glaube Südafrika halt verfolgt wegen Apartheid. Und nachdem ist es gut gsi, glaube ich, besser wurde mit dem Image und dann ist Zuma gekommen, unser Trump. Und ich glaube, das Image ist jetzt auch nochmal so ein bisschen... Von der Fußball-Nazi? Allgemein Sport dort. Der Vibe ist anders. Ich meine, ich bin vor 3 oder 4 Jahren besuchen.
ganz ein anderer Vibe, seit der Zuma Präsident ist. Auch das Land, auch Sport. Von allem die Interaktionen mit den Leuten sind total anders geworden. Er hat, so wie beim Trump, wenn er gekommen ist, er hat einfach erlaubt, dass Leute gewisse Sachen können sagen und machen können, die sich in allen Bereichen übertragen hat. Und das ist wirklich gemerkt, wenn ich dort angekommen bin, zum Beispiel der Union Building, das ist unser Bundeshaus. Und dort, wenn ich klein war, hast du dort können, auf der Rasen, du konntest Fußball spielen. Du warst ab und zu der Präsident, zurückgefahren. Völlig offen. Jetzt hat es einen Zaun dort rundherum. Mega hoch. Weil der Zuma halt mega paranoid ist und das übertreibt sich halt in allem. Deswegen habe ich das Gefühl, international, wie Leute Südafrika schauen, weiss nicht im Moment. Anders war 2010, oder? Wo der Sepp Blatter mit Nelson Mandela noch war. Das war das grosse afrikanische Fest. Ja. Der ganze Kontinent war eigentlich stolz gewesen. Und das ist schon die Leistung von Sepp Blatter, dass er die WM dort angebracht hat. Ja. Wobei natürlich jetzt, also ich kenne es nur aus der ghanaischen Sicht, obwohl ich jetzt nicht ein super Ghana-Insider ist, aber sie haben jetzt zwar schon gefunden, ja, das ist schon in Afrika, aber das ist wie nicht... Das gehört nicht. Das ist nicht unser Afrika. Das. Genau, das ist so. Es ist so... Ja. Und weißt du, uns bringt es nichts, wenn jetzt dort eine WM ist. Es ist mehr so, okay, jetzt ist sie mal in Afrika gewesen, check, also ist es jetzt nach 100 Jahren nicht mehr dort. Ja. Das ist mehr so wie das. Und es hat einmal einen super Zauberfußballer gegeben, der auch Zuma geheißen hat. Nein, Sibu Siso oder so hat er geheißen. Ein Südafrikaner. Mit der hat so blondierte Haare gehabt. Sie haben immer so geile Namen gehabt, Südafrikaner. Hat er den nicht mehr? Sibu Siso Zuma. Und der Chabalala. Der hat noch das Goal geschossen im 2010. Okay, hör auf. FC Aarau. Nein. Er hat den Bruch gewesen, Nein, er hat gerade. Stimmt so. Das war jetzt ein Blutgrätscher. Ein Blutgrätscher von hinten. Ja. FC Aarau. Ja. Aber du bist schon in Kontakt gewesen mit, also du hast in Aarau trainiert. Ja. Nicht als Fußballer? Nein. Als Lichtathlet. Wir haben dort. Ich war 10 Kämpfer. Und die FC Aarau hat ab und zu nebendran trainiert. Dort bei den Einfamilienhäuschen? Nein, wieder unten. Beim wie heisst du? Almend. Ja, genau, dort unten. Hat es nur so einen Fußballplatz dort nebendran. Und du hast gewusst, dass sie trainieren, weil dann hast du viel BMWs und Audis gesehen. Dann hast du gewusst. Das ist halt der Luxusclub FC Aarau. Ah, oh, nein, nicht wegen Ihnen, wegen der Ausländer. Ich weiß nicht, wie viele FC Aarau-Spieler verdienen. Nicht. Eben nicht. Also, aber mehr als mehr. Auf welcher Zeit war das? Oh, 2010. Nein, und sind es immerhin noch super gsi? Ja. Hat sicher ein paar gehabt, die ordentlich verdient haben. Weil wir waren mega eifersüchtig. Wir haben immer das Gefühl gehabt, zum Teil sind mehr fitter als die. Also zum Teil. Als Zehnkämpfer bist du ziemlich sicher fitter gewesen. Sicher fitter gewesen als die. Fußballer. Ja, und die haben einfach mehr verdient gehabt. Ich meine, unsere Nagelschuhe allein haben irgendwie zwischen 300 und 400 Franken gekostet, die wir allein müssen zahlen. Und die haben alles gesponsert bekommen. Wo die schon ein bisschen genervt hat. Weil du einfach denkst, mal, schau dir an, wie langsam sie sind. Charlie, wieso Zehnkampf? Hat eine Herausforderung gebraucht. Ja, aber das ist die grösste Herausforderung, die man überhaupt suchen kann. Das sind Könige von der Leichtathletik. Das sind Birnenweiche, die mit alles können. Ja, ich habe mir das in den Kopf gesetzt und habe das dann gemacht. Aber es ist hart, ehrlich sagen. Also du trainierst zwischen 5 bis 7 Mal in der Woche. Ich hatte schon einen Tagesablauf der Woche, wie es war, während der Lehre. Am Morgen, am 6 Uhr, hast du Physio. Gehst in die Schule oder die Lehre. Arbeiten. Nachher hast du Training bis am Abend am 8. 9. Gehst heim, relaxierst, machst etwas anderes. Falls eine Verletzung hast, gehst du einfach am nächsten Morgen am 6. Bist du nochmal Physio am Kneten, am Machen. Mhm. Immer der Ablauf da. Immer. Immer so. Physio, Sport. Verletzung, Physio, Sport. Die ganze Zeit. Also das musst du wirklich gerne haben. Und vor allem, da kann man auch vorstellen, es geht wahrscheinlich noch, es ist in anderen Sportarten auch ähnlich, musst recht viel investieren, dass viele von denen schon ein bisschen hässig auf Fußballer schauen. Eben, ja, genau, ja. Vor allem, auch wenn du jetzt der beste Zehnkämpfer von der Schweiz geworden wärst, selbst dann hättest du immer noch nicht ein luxuriöses Superleben. Nein, auf jeden Fall nicht. Ja, weil Leichtathletik in der Schweiz. Nein, in der Schweiz, nein. Wenn du der Beste in der Schweiz bist, bist du ja meistens etwa der 452.000. Beste von der Welt, oder? Ja, also wenn du wirklich in Leichtathletik etwas willst
verdienen und richtig haben, musst du wirklich richtig gut, so Weltklasse gut sein. Ja, und im Vergleich zum Fußballer, der hat, also ein Profifußballer hat am Morgen 1,5 Stunden ein lockeres Footing, dann ist Massage und Mittagessen, dann ist frei. Und dann gegen den Abend hast du nochmal 1,5 Stunden. Manchmal hat man auch nur einmal Training. Training, wenn überhaupt. Ja. Du hast noch taktische Schulung natürlich. Viel Freizeit. Ja. Ja. Jetzt haben wir ein weiteres Klischee bedient. Fußballer haben viel zu viel Zeit. Du hast dich dann für Comedy-Karrieren entschieden, dann kannst du jetzt ausschlafen und arbeitest nur noch am Abend. Nicht immer. Schon heute Morgen nicht. Ah, weil du musst aufstehen, weil wir jetzt am Nachmittag den Podcast aufzeichnen. Weil die Gießen noch anrufen müssen. Die müssen den Wecker, stellen auf die 1 am Nachmittag. Nein, nicht immer. Aber ich muss schon sagen, es hat seine Vor- und Nachteile. Immer am Abend zu arbeiten ist nicht so mega cool. Auf allem am Wochenende spürst du es halt. Weil, du verpasst halt viel. Und deine Freunde machen deine Sachen und du kommst zurück und plötzlich hörst du, aha, der ist jetzt Vater. Und du denkst, ah, was, habe ich den schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwie ein Jahr schon vorbei. So, was, der ist Vater? der kann, der Kind lebt noch. Also, füttert das Kind jeden Tag. Falls du gar keine Freunde mehr hast bald, weil du einfach keine Zeit mehr hast für sie, du kannst mir jederzeit anrufen am Morgen. Ja, sehr gerne. Du weißt, ich bin ab 9 Uhr erreichbar. Charlie, schön, bist du da. Nicht am Wochenende. Am Wochenende muss ich Fußball schauen. Ah, ja, gut. Nein, dann extra. Extra während dem Match. Sicher so, was ist Match? Ah, okay. Sorry. Okay. Will ein Match? Ja, ist ein Match? Nein, ist immer ein Match. Leider Gottes. Aber hey, ja. Hey, danke dir. Danke vielmals. Schön, bist du da gewesen. Danke euch. Diego Armando Anguela. Hat Spaß gemacht. Danke vielmals. Gracias.